Zum Vertonen eines Gedichtes braucht man Instrumente zum Beispiel oder andere Klangkörper. Ja. Gell? Schaut doch mal euch um, was da alles liegt. Manches wirst du kennen und bei manchem wirst du sagen, hö, was ist denn das? Wollen wir mal durchgehen, Paula, was da alles liegt? Was kennst du denn auf dem Tisch? Ja, also ich kenne zum Beispiel hier diese Kuhglocke. Ah, okay. Richtig, das ist eine Kuhglocke. Ja. Die klingt aber schön. Oh, ja. Mach mal nochmal. Mensch, da stelle ich mir echt die Kühe auf der Weide vor. Hm? Ja, ich mir auch. Genau. Okay, was haben wir denn noch? Und hier die Klangschale. Eine Klangschale. Mach mal die, schlag mal die an. Oh, das klingt auch schön. Ja. Mhm. Sehr schön. Die kennen die Schüler. Ja. Genau, die ist nämlich aus der Schule, die Klangschale. Ja, ganz genau. Okay. Und dann haben wir hier noch eine Rassel. Mhm. Eine Rassel? Ja. Genau. Da sind Sachen drin. Dann klappert es da. Mhm, genau. Und dann hat es hier noch einen Eimer. Richtig. Den Eimer habe ich dir zusammen mit einem Kochlöffel hingestellt. Ja. Weil da kannst du nämlich draufhauen. Mach das mal. Mhm. Das klingt so ein bisschen wie eine Trommel, gell? Ja, das stimmt. Genau. Okay, das hat auch jeder zu Hause, bestimmt einen Kochlöffel und einen Eimer. Mhm. Und dann haben wir hier noch dieses kleine... Weißt du, was das ist? Ein Tambourin. Ja, könnte man sagen, aber es ist genau noch mit Fell. Ein Schellenkranz. Ja. Schüttel mal. Guck mal, die Schellen, die dann da so aneinander reiben. Ja. Super. Okay. Und dann haben wir noch die Klanghölzer. Klanghölzer, die gebe ich dir mal. Danke. Ja, das ist... Ich halte das eine. Also einen hältst du und ich klopfe drauf. Genau, und dann klopfen wir drauf. Halt mal ein bisschen weiter vor. Genau. Richtig, die kennen die Schüler auch. Mhm. Die haben wir nämlich auch in der Schule. Ja. So, dann haben wir noch was aus der Küche. Ja, und zwar eine Kaffeemühle. Eine Kaffeemühle. Ich weiß nicht, ob die Kinder wissen, was das ist. Ja. Soll ich sie halten? Ja. Also eine Kaffeemühle, da kommt da oben, kommen die Kaffeebohnen rein. Und dann kann man die Kaffeebohnen mahlen. Das knirscht so richtig. Sehr schön. Guck mal, und da ist eine Schublade da unten. Da kommt dann der gemahlene Kaffee raus. Ah ja. Genau. Ja. Okay. Dann haben wir noch zwei Sachen. Ja. Auch noch aus der Küche was. Mhm. Kannst du mir dieses Schälchen geben? Das Schälchen kann ich dir geben. Genau, ein Glasschälchen und ein Teelöffel. Ja. Was kann man denn damit machen? Kann man auch Musik machen damit, gell? Ja. Ui, das klingt aber hell und schön. Guck mal. Mhm. Toll. Ein Glasschüsselchen. Mhm. So, und jetzt gibt's noch was. Da weiß ich nicht, ob die Kinder das schon mal gesehen haben. Ah, Paula, weißt du, was das ist? Ja. Was ist das denn? Das da, das ist eine Ocarina. Genau, eine Ocarina. Ocarina. Ganz komischer Name. Ja. Was kann man denn damit machen? Ganz schön pfeifen. Mhm. Ich pfeife jetzt mal ein bisschen. Okay, mach das mal. Schön, gell? Super, Mensch, das klingt ja toll. Ja. Weißt du, an was mich das schon gleich erinnert? An was? An so Vögel, die zwitschern. Genau, richtig. Ja, ja, stimmt.
Ja, dann haben wir alle Instrumente hier durch. Dann haben wir alles durch, genau. Und ich würde jetzt den Kindern raten, dass sie sich entweder ein Glas zum Trinken nehmen und einen Teelöffel oder auch so ein Glasschälchen, wie wir es hier liegen haben, und einen Teelöffel oder einen Eimer mit Kochlöffel bereitlegen. Und bis ihr das bereitgelegt habt, so lange könnt ihr Pause machen. Und die Kinder, die in der Schule sind, in der Klasse, die können sich auch eine Rassel nehmen oder Klangstäbe. Das, was einfach in der Instrumentenkiste bei uns im Klassenzimmer ist. Ja. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich, bis du es hergerichtet hast. So, für den ersten Teil des Gedichtes brauchen wir den Eimer mit dem Kochlöffel. Paula ist schon bereit. Ja, hier genau. Ist der Eimer. Und die Klangstäbe, die Klanghölzer, die nehme ich. So, und ich sag jetzt das Teil vom Gedicht und dann spielen wir zusammen. Okay, Paula? Also ich fange an. Ja. Dunkel war alles und Nacht. In der Erde tief, die Zwiebel schlief, die braune. Genau. Jetzt geht's weiter. Jetzt kommt die Textstelle. Was ist das für ein Gemunkel? Was ist das für ein Geraune? Müssen wir überlegen, was wir dazu machen. Welches Instrument oder welches? Da können wir die Kaffeemaschine nehmen. Die Kaffeemühle habe ich mir auch gedacht. Und die Rassel, ja. Oder? Das klingt gut. Das klingt gut. Und bei Gemunkel und Geraune, da hört man uns beide dann munkeln und raunen. Also, was ist das für ein Gemunkel? Was ist das für ein Geraune? Genau. Können wir es auf die Seite legen? Ja. Und jetzt kommt das Schälchen oder das Glas. Alle Kinder, die sich ein Glas zurechtgelegt haben, dürfen jetzt das Glas mit dem Teelöffel holen. Ja. Denn jetzt geht's weiter mit, oh, ich glaube, Paula, du musst es auf dem Tisch liegen lassen. Gut. Dachte die Zwiebel, plötzlich erwacht. Genau. Ja. Bei plötzlich erwacht darfst du es anschlagen. Das machen wir nochmal. Dachte die Zwiebel, plötzlich erwacht. Ja. Sehr schön. Okay. So, und jetzt brauche ich den Special-Einsatz von Paula, nämlich die Ocarina. Okay. Weil jetzt kommen nämlich die Vögel. Jetzt geht's weiter mit. Was singen die Vögel da droben und jauchzen und toben? Sehr schön. Okay. Ja. Dann geht's weiter hiermit. Ja. Und hier darfst du sofort, wenn ich sage Neugier, darfst du das anschlagen, okay? Ja. Von Neugier gepackt hat die Tulpe, hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht und um sich geblickt mit ihrem hübschen Tulpengesicht. Okay. Sehr schön. Gut. So, und jetzt die Frage: Möchtest du die Kuhglocke spielen oder die Schellentrommel? Die Kuhglocke. Das habe ich mir gedacht. Okay, für den letzten Teil machen wir hier richtig Radau. Okay, da kann man dann nämlich gleich anfangen, wenn ich Frühling sag. Da hat ihr der Frühling entgegengelacht. Super. Mensch, Paula, ich denke, jetzt machen wir das zusammen mit den Bildern, die der Krattiger gemacht hat. Ja. Schau mal, dass wir die Instrumente so bereitlegen, dass wir das schön der Reihe nach machen können. Gut. Okay. Die Tulpe. Dunkel war alles und Nacht. In der Erde tief, die Zwiebel schlief, die braune. Was ist das für ein Gemunkel? Was ist das für ein Geraune? Dachte die Zwiebel, plötzlich erwacht. Was singen die Vögel da droben und jauchzen und toben? Von Neugier gepackt
hat die Zwiebel einen langen Hals gemacht und um sich geblickt mit ihrem hübschen Tulpengesicht. Da hat ihr der Frühling entgegengelacht.